Servus, ja, aber jo, wie versprochen, nächstes Gewässer, sehr klein, überschaubar, verwuchert, verwildert, ja, hat also Charme. Ja, ist so ein bisschen das Überraschungsei der Gewässer, hat nämlich eine Anbindung an den Kanal, das heißt, hier kann alles mögliche an Fisch drin rumschwimmen, Karpfenwaller, Hecht, Zander, Barsche, Rapfen, wer weiß. Ja, ich werde vorwiegend auf Raubfisch gehen, habe mehr oder weniger nur eine kleine Raubfischrute dabei und meine Spinnrute. Ja, werde dann natürlich versuchen, ein paar Köfis rauszukriegen, dass ich eine Rute eben ablegen kann. Und ansonsten kommt immer mal wieder die Spinnrute raus, mal verschiedene Köder testen. Das ist der Plan, ich werde ja auch keine Nacht machen, weil, wie gesagt, hier ist wirklich Dschungel. Nein, alles verwuchert, hier wäre gar kein Platz, irgendwie eine Schlafmöglichkeit aufzubauen. Außer ziemlich weit weg und ihr habt bestimmt schon gesehen, hier liegen überall Bäume. Daher, ja, eben nur ein Tag. Wir haben jetzt nicht mal 6:30, bin richtig zeitig raus. Die Sonne geht gerade auf. Herrlich, herrlich. Ja. Jetzt bereite ich mal alles vor und dann kann es losgehen mit dem Angeln. Ja, erste Köfi-Montage ist fertig. Die werde ich hier gleich direkt am Ufer ablegen, auf Grund. Ja, weiterer Plan. Ich trinke einen Kaffee und dann kommt die Spinnrute raus. Jetzt mal neu platzieren, weil im vorderen Bereich, auch wenn es da ziemlich flach und krautig ist, geht einfach wesentlich mehr ab als hier im Eck. Und dann werde ich mal schauen, dass ich meine Spinnrute ein bisschen auf Dropshot umbastel. Ich hoffe, meine Würmer sind noch halbwegs aktiv. Vielleicht zupfen ja schönes kleines Bärchen.
Stimmung. Ja, schön war es am Pumpenloch auf jeden Fall. Schade, dass ich den Hecht nicht rausbekommen habe. Der wollte auf die restlichen Versuche aber auch nicht mehr einsteigen. Aber immerhin ein paar Bärchen, kleine Braxen, ein paar Weißfische. War ja doch ein bisschen was geboten. Und keine Sorge, das Angeln geht weiter. Jetzt demnächst aufbrechen, muss ich noch einkaufen und dann geht es wieder ans Stammgewässer bis zum Sonntag. Den Urlaub also nochmal voll auskosten. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video.